Dies ist die Geschichte von Anje und Iring aus dem Stamm der Dayaka. Er war der Sohn des Häuptlings Djalong von Peleben. Sie eine Sklavin, als Kind im Krieg erbeutet. Die Männer von Peleben sind tapfer, unbeirrbar in der Sitte und beherrscht im Willen. Von früh auf sind sie gewohnt, die größten Schmerzen unbewegt zu ertragen, und sie verachten jeden, der ein Gefühl verrät. So spiegeln nur ihre Augen das Feuer ihrer Herzen und die Kraft ihrer Leidenschaften. Als Kinder wuchsen sie zusammen auf, Anje, der Häuptlingssohn, und Iring, das kleine Sklavenmädchen. Sie lebten in Peleben, dem Dorf am Strom. In der Gemeinschaft des Stammes und beschützt von seinen Göttern waren sie furchtlos und geborgen, denn um sie her war Urwald, erfüllt von wilden Tieren und von Dämonen, die sie fürchteten. Tief im Dickicht der Dschungel schlichen auch die Punans, ein scheues, geheimnisvolles Volk, unhörbar wie Schatten. Niemals kommen sie aus der Dämmerung der Wälder. Das Licht der Sonne blendet sie. Sie sind Jäger und große Zauberer. Mit den Säften von Wurzeln und Schlangengiften tränken sie ihre tödlichen Pfeile. Brauchst du einen Späher im Kriege oder einen Mörder auf der Kopfjagd, so Dinge wie einen Punan. Sie sind schnell und gefährlich wie Nattern. Kein Weg geht durch den Urwald, nur auf den Strömen kommst du voran. Und hier am Strom liegt auch das Dorf Peleben. Dort leben die Dayaka. Die Sippen wohnen im Langhaus beisammen, das kunstvoll aufgefügt ist, auf hohen Pfählen. Ein Häuptling regiert über Peleben, aber die Priester lenken ihn nach dem Willen der Götter. Hier wuchs er heran, Anje, der Sohn des Häuptlings Djalong, und seine Kindheit war glücklich und unbeschwert. Es gab oft nicht Reis genug in Peleben, den die Weiber stampfen konnten. Und manchmal war Not, denn es war Krieg mit Longlegio, dem Nachbardorf, das stromabwärts liegt. Und viele von den Feldern waren verwüstet. Aber die Kinder wussten nichts vom Kriege. Unter den Kindern des Dorfes spielte auch Iring, das kleine Sklavenmädchen. Sie lebte mit ihnen wie ihresgleichen. Und stets war Anje an ihrer Seite. Bei allen fröhlichen Spielen war Anje an Irings und Iring an Anjes Seite. Sie liebten einander wie Bruder und Schwester, der Häuptlingssohn und das Sklavenmädchen. Stets war er ihr Beschützer und kämpfte mit den anderen Knaben um sie. Thank you.
aber die Götter wach. Es war Krieg zwischen Peleben und dem Dorf Longledieu, das stromabwärts liegt. Seit Menschengedenken überfielen und töteten sich die Leute von Ledieu und Peleben und raubten einander die Köpfe. Denn der Kopf ist der Sitz der Seele. So wollen es die Götter, dass man die Köpfe anderer Menschen an sich bringe, um Glück, Kraft und Mut der fremden Seelen auf sich und sein Dorf zu ziehen. Eines Tages aber sprachen die Götter durch den obersten Priester von Peleben zu den Männern des Dorfes. Der Priester tanzt sich in den Taumel der Besessenheit. Und als der Oberste der Priester besessen war, da sprachen die Götter zu ihm durch den Flug des heiligen Vogels. Und sie befahlen den Männern von Peleben, dass sie den Krieg mit dem Dorfe Longledieu beenden sollten und dass Frieden herrschen möge zwischen Peleben und Ledieu. So ruft man die Männer von Peleben zusammen, um ihnen den Willen der Götter zu offenbaren. Dialong, der Häuptling, steht vor ihnen auf und befiehlt, ein Boot mit dem Friedenszweig nach Ledieu zu schicken. Und die Männer von Peleben gehorchten dem Willen der Götter. Ein Boot wurde ausgeschickt nach Longledieu, das stromabwärts liegt im Herzen der Dschungel. Bald kommen die Boten zurück und mit ihnen die Männer von Ledieu mit dem Friedenszweig. Denn auch Ledieu wollte den Frieden. Zur Bedingung aber war gemacht, dass Anyi, der Sohn Dialongs, die Tochter des Häuptlings von Longledieu heiraten solle, auf dass der Frieden gesichert bliebe in alle Zukunft. So rüstet sich Peleben, den Frieden mit Ledieu zu feiern. In uralten chinesischen Krügen wird der Reiswein gebracht.
Dialong, der Häuptling, aber sagte Iring, dass Aya aus Ledyu die Frau von Anyi werden würde. Denn Aya war eine Königstochter und Iring eine Sklavin. Aber Anyi, der Knabe, sprach gegen seinen Vater und die Männer verlachten ihn. Die Gäste aus Ledyu kamen und wurden empfangen. Große Feierlichkeiten hatte das Dorf Peleben zum Friedensschluss gerüstet. Die Männer errichten einen Mammatpfahl und schmücken ihn. Der älteste der Priester weiht den Baum. Auf Befehl des Häuptlings bringen die Knaben die heiligen Totenschädel herbei, deren reinigende Kraft das Fest erheben soll. Zum Zeichen des Friedens hängt man die Schwerter an einen Pfosten des Hauses. Häuptling Dialong und der Häuptling von Ledyu trinken Blutsbrüderschaft. Sie tauschen die Schwerter. Dann tauschen sie die Reisschalen, zum Zeichen, dass sie Brüder waren. Auch Iring und Anyi nahmen an dem Gelage teil. Und mit ihnen Ojau, der Neidische, der ihr Glück missgönnte. Der Häuptling von Ledyu aber rief Aya, seine Tochter, und zeigte sie Dialong. Ojau aber spottete über Iring. Und Dialong rief Anyi und zeigte ihm seine künftige Frau, die den Frieden mit Ledyu sichern sollte. So sahen sich Anyi aus Peleben und Aya aus Ledyu zum ersten Mal. Masken tanzen, um die Dämonen zu vertreiben. Thank you.
So war Friede zwischen Ledyo und Peleben, und die Leute von Peleben gingen daran, den Wald zu roden und machten ihn urbar für neue Felder. Mit Feuer lichtet man den Dschungel und die Asche düngt die neue Erde. Agni aber durfte an der Seite seines Vaters mit den Männern arbeiten und war stolz darauf. So pflanzt man den Reis. Die Männer stampfen Löcher in die harte Erde. Und die Frauen werfen die Körner hinein. Einmal aber kam ein Bote und berichtete, stromaufwärts im Dschungel lagerten die Punans und waren bereit, mit den Leuten von Peleben zu tauschen. Wer Felle wollte oder Federn von seltenen Vögeln und dagegen Eisen bieten konnte, der sollte kommen. So machten sich die Männer von Peleben auf den Weg. Schwerter und Lanzenspitzen, Messer und seltene Muschelarmbänder von weit her von der Küste nahmen die Dayaker zum Tausche mit. Dann fuhren sie stromaufwärts. War Agnis, des Häuptlingssohnes, erster Zug in den Urwald. Und sein Vater Dialong lehrte ihn, wie man trinken konnte, wenn man durstig war. In den Luftwurzeln ist klares Wasser. Tief im Dschungel verborgen lagern die Punans. Sie kennen kein Haus und keinen Acker. Die Jagd ernährt sie. Ihre Beute verzehren sie mit Haut und Haaren. Lautlos und unfehlbar sind die giftigen Blasrohrpfeile der Punans. Scheu und voll Misstrauen empfingen die Punans die Dayaker. Aber die Leute von Peleben sagten, dass sie in Frieden zum Tauschhandel gekommen waren. So durften sie ins Lager. Schwerter tauschten die Dayaker gegen die Blasrohre der Punans ein. Speerspitzen gegen seltene Federn, Eile gegen Schmuck. Thank you.
Einer von den Punans aber will Häuptling Djalungs Kette haben. Djalung weigert sich, denn die Kette war der Talisman seiner Ahnen. Auf dem Heimweg aber rief Djalung die Boote zu einer Wettfahrt auf im reißenden Strom. Thank you.
Peleben klagt um seinen toten Häuptling. Im Walde wird der Sarg behauen. Großer Häuptling, geh ohne Furcht und Zaudern deinen letzten Weg. Kein wildes Tier wird dich zerreißen und kein Dämon deine Seele rauben. In Balimatei, dem Himmel, wirst du Frieden finden und mit deinen Ahnen vereinigt sein. In einem Totenhaus, hoch zwischen Himmel und Erde, fand Yalong, Anjis Vater, seine letzte Ruhe. So war Peleben ohne Häuptling. Der Platz des Königs auf dem Gong war leer. Der Priester sprach zu den Männern und sagte ihnen, dass der Rat regieren solle, bis Anji Dialongs Sohn ein Mann war. Ihn sollten sie zum Häuptling erziehen. Anji aber, der künftige Häuptling, war noch ein Knabe und spielte mit den anderen Kindern. Und immer noch liebte er die kleine Sklavin Iring und blieb ihr treu. Und bauten die Kinder von Peleben im Spiele eine Hochzeitshütte, wie sie es bei den Erwachsenen gesehen hatten, so wählten sie Iring zur Braut.
Iring aber wollte keinem folgen, der um sie warb. Kam aber Agni zu ihr, so ging sie mit ihm. Und Ojau, der Neidische, war eifersüchtig auf die Liebe Irings zu Agni. Die Männer aber vergaßen nicht das Gelübde zwischen Peleben und Ledyu. Stromabwärts nach Long Ledyu fuhr ein Boot mit Brautgeschenken. Iring aber wollte Agnis Qualen teilen und bat darum, dass sie die Schmerzen der Tätowierung mit ihm ertragen dürfe. So liebte sie ihn. Aber die Zeit ging hin in Monden und Jahren, und es kam der Tag, da das Gelübde einzulösen war und Agni, der Häuptlingssohn, Aya aus Ledyu zur Hochzeit führen sollte. Iring, die schön geworden war, hielt sich abseits vom Dorf Peleben und war traurig. Nur eine kleine Freundin war bei ihr. Und Ojau kam zu Iring, um mit ihr zu sprechen. Und er sagte zu Iring, dass man die Königstochter Aya aus Ledyu zur Hochzeit mit Agni erwarte und dass es gegen die Sitte und daher gefahrvoll wäre, wenn Iring weiter Agni liebte. Da rief Iring ihre kleine Freundin. Und sie schickte sie zu Agni, um ihn an ihre Liebe zu erinnern.
Zu Anya aber sprach der Priester und sagte ihm, dass es nun Zeit sei, Aya aus Ledyo zur Frau zu nehmen und Häuptling zu werden über Peleben wie seine Ahnen. Die Botin Irings aber kam zu Anya und er hörte ihre Nachricht. Da ging er hin zu Irin. Dass er sie liebe. Führte er Irin in den Urwald.
im Urwald verborgen, war eine Hütte, wo Anji zu jagen pflegte. Dort versteckte er sich mit Iring. Und Iring erinnerte ihn an Aya. Da sagte er ihr, dass er sie nie verlassen würde. Als aber Anji schlief, besuchten ihn die Geister der Träume und spiegelten ihm seine Kindheit vor und das Gelübde mit Aya aus Ledyu und seine Liebe zu Iring, dem Sklavenkind. Inzwischen rüstet Peleben zur Hochzeit seines Häuptlings mit Aya, der Königstochter aus Long Ledyu. Und die Frauen stampfen den Reis, der im Frieden mit Ledyu auf den Feldern von Peleben gewachsen war. In Ledyu aber schmückte man die Braut und legte ihr die schönsten Kleider für die Hochzeit an. Als Brautgeschenk aber hatte Anji die Häuptlingskette seiner Ahnen geschickt. Anji selbst war nach Long Ledyu gekommen, um seine Braut nach Peleben zu holen. Sie aber in den Booten fahren, stürzt ein Baum und zerschlägt beinahe das Brautboot. Anji weiß, dass dies ein schlimmes Vorzeichen ist und dass die Götter ihn so warnen. Große Ehre wurde Aya aus Ledyu zuteil. Die Priester von Peleben hoben sie aus dem Boot und brachten sie zum Dorf. So feiern Anji und Aya aus Ledyu Hochzeit über dem Schwert.
Sie tauschen den Reis als Mann und Frau. Iring aber war, von Neugier und Eifersucht getrieben, ins Dorf gekommen und sah, wie Ani Aya heiratete. Es wurde Abend über Peleben. Und Aya tanzte den Brauttanz. Iring aber sah zu, wie Aya tanzte. Und Ojau sah Iring. Dann rüstete sich Ani zum Häuptlingstanz. Iring sah, wie Ani tanzte. Da entriss Ojau dem Ani Schwert und Schild und begann den Kriegstanz zu tanzen. Kühn tanzt Ojau. So war es gefährlich für Iring im Dorf zu bleiben und Ani versteckte sie wieder im Urwald. Aya aber war nur zum Schein die Frau von Ani und da sie wusste, dass er zu Iring ging, wenn er auszog, um zu jagen, so mahnte sie ihn der Sitte zu gehorchen. Er aber tat, als wisse er nicht, wovon sie sprach. Wurde Aya böse in ihrem Herzen. Im Dorf Peleben aber verlachte man Aya, die Betrogene, die Liebe Anis nicht gewinnen konnte.
Κοινή που πεθανιά. Ναι. Und Aya sprach zu Ani mit bittern Worten. Ani aber verachtete sie. Da ging Aya zu Ojau und schickte ihn mit der Häuptlingskette zu den Punans, dass sie den Ani ermorden sollten. Im Walde aber war Iring und wartete auf ihren Geliebten. Und der Vogel flog über sie hin, der Glück verheißt. Und glücklich war Ani und war Iring in ihrer verbotenen Liebe. Da schrie ein Affe im Urwald. Ani sprang auf, um ihn zu jagen. Und Iring erkannte, dass es die Stimme eines Menschen war.
Aber im Rate der Männer von Peleben klagte man Agni, den Häuptling, an, dass er gegen die Sitte verstoßen habe. Tanzt der Priester, bis die Götter zu ihm sprechen. So sprechen die Götter. Agni, der Häuptling, hat das Gesetz verletzt mit Iring, einer Sklavin. Sie soll geächtet werden. Und Agni soll nicht länger Häuptling sein über Peleben und das Dorf verlassen. Die Männer aber von Peleben verstießen die beiden aus der Gemeinschaft des Dorfes, wie es der Wille der Götter war. So musste Agni Peleben verlassen, über das er Häuptling gewesen war. Iring aber ging mit ihm. Der Urwald nahm sie auf, durch den die Ströme fließen und sich verlieren im Grenzenlosen.